Willkommen zurück bei der Bastion. Und gleich wie angekündigt in die Pfeife rein. Third time's a charm, right? Wrong. Ja, das dritte Mal gehe ich da gerade drin. Das sind drei, ne? Falsch. Ever tell you how the kid got himself wrapped up in this mess to begin with? Und wer weiß, wo bin ich dran? Ne? Welche Waffe habe ich denn jetzt überhaupt? Die Schrot, oder? Nee, komm. Die Schrot ist doof. Zumindest für hier. Ich will ja von weit entfernt mal ein bisschen kämpfen können. Ich weiß, da fehlt die Herausforderung, aber jetzt nicht. Oder? Ach, was soll der Geiz? Man muss ja jetzt jeder. No more asking about that smoking pipe. Deal. Geht so oft in die Pfeife rein. Okay, die wird nicht mehr erwähnt. Verstanden? The past. Only good thing ever come out of the past is history. So, und da wachen wir wieder auf, in einem Traum anscheinend. So, dann kommt mal raus. Haben wir derzeit schon mal ein bisschen Platz? So, da kommen sie. Nein, 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 nein. Sollen die ganzen Gegner mal herkommen? Hm, hat noch nicht gereicht. Brauchen halt 10. Ha. Plum. Wie schmeckt ihnen dies? Oder dies? Anscheinend nicht sehr gut. The past catches up with the kid. Kann er das Schild machen für unsere Dankbarkeit? Hardly had a moment's rest since all this started. Oha. Mach ich mal gleich. Ja, es hilft gut. Ah, hier. Es greift mich an. Ja, die Türme sind ja jetzt ein bisschen schwieriger. Muss ich zugeben. Hä, wo bin ich denn? Ach, runtergefallen. Das ist ja uncool. Fair to say he's led a hard life. Supposing what he says in his sleep ain't no lie. Die Sprüche kommen ja immer gleich. Boah, weg mit der Kiste. Weg hier. Nein, hier kommt nicht raus. Nein. Weg. Boah. He never knew his old man, but he had his mama to take care of. Frail thing with pure white hair like his. Ja, muss ja nicht nah ran. Ach, guck mal, jetzt kommen die ganzen Gegner raus. Jetzt kann ich es probieren. Lass sie sich mal ansammeln. Dann kann ich den Erfolg versuchen. Mit der Schrot. Und immer kommt alle raus. Nein, 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 Mann. Ja, ich sehe das Loch da hinten immer nicht. Kommt noch mehr raus? So, jetzt pass auf. Juhu, da war er. Gehört? Ich wusste schon, warum ich die behalte. Wegen dem Erfolg. Oder Herausforderung, je nachdem, wie es halt heißt. So. Having his mama's hair did the kid no favors while he was growing up. But he learned to hold his own out there. Ganz geiles Spiel eigentlich. Und das vorher noch nicht entdeckt hatte, das. Na gut, man kann ja nicht alles kennen, aber ich hab's ja nun doch entdeckt. Zwar nur durch ein Sonderangebot, aber ich hab's entdeckt. Weg hier. Du bist so klein, kommst hier weg. Und wie viel kriegen wir hier? 50, okay. Kid signs up for a turn on the rippling walls. Make his mama some money. Da, okay. Schrot ist doch ziemlich cool, aber nicht sehr genau. Thanks to folks like the kid, the walls kept Ceylandia safe from whatever's out there. The elements, the Ura. You name it. Au. Oh, ein kleiner Windbeutel. Kommt der gerade her? Ist der gerade selber runtergefallen? Once the kid done his time, he hurried on home. Turns out his mama's time was done too. Wow. Kann ich auch aufladen. Ich kann auch aufladen. Vor allem der Ball da hinten, ey.
Ich lade mal ein bisschen auf hier. Kann ich eigentlich Schaden machen? So? Nee. Ja, und zack. Oh, den ist Bällchen ein bisschen kleiner. Ah. Jetzt will ich dich angreifen. Tu dir nichts Böses. The city had nothing for him. The money he'd been sending home was nowhere to be found, either. Die Luftbrücken braucht man wahrscheinlich, wenn man die ganzen Götzen anmacht. Bin mir fast schon sicher. Und dennoch eine andere Waffe. So eine Fernkampfwaffe. Am besten vielleicht auch eine der späteren. Ich denke mal, die ist ziemlich geil. Denke ich mal. So what the kid do? Why he went right on back to the walls for another 5 years? Boah, jetzt kommen ein paar. Sieht zwar ein bisschen nach Auto-Aim manchmal aus, aber wer da schrot, kannst du vergessen, da ist kein Auto-Aim. In the history of Ceylandia, nobody has ever volunteered for a second shift on the walls. Bällchen! Kriegt der extra Schaden, wenn ich so nah treffe? Auf jeden Fall Rückstoß. Ah, ich stand ja im Schleim drin. Im Sprunggel stand ich drin. How there a kid learn to fend for himself. Learn to build. Learn to break. Nein, nein, nicht rauskommen, nicht rauskommen. Ah, gut. Gerade verhindert. Daumen. Alle kann ich eh nicht verhindern. Also zumindest die, die nah dran stehen. In time, the kid earned good standing with the marshals. They trusted him to scout out farther than anybody. Ach, Trugbilder noch. Ah, bin ich weg. Oh! What? Oh, die sind natürlich schnell weg. Wenn die alle auf den Punkt kommen. Ja. So eine Tintenklickse da oder was das da ist. Tja, die Feuerdinger machen nicht viel. One night, on one of his expeditions, the ground beneath him shattered, cracked, and split apart. Also er kann ich kontern, wie verrückt hier. Uah, schneller weg. Tja, wenn wir einzelne Schüsse treffen, ist nicht so stark. Dann kontern wir mal. Uah. Weil die liegen auch so viele Tränke rum, dann kann ich ab und zu mal die Spezialfähigkeit nutzen und natürlich heilen. Na, trifft er was? Da unten ist noch einer. Treffer. He saw nothing. Well, the world used to be. The calamity happened just like that. So, 6 Trugbilder. Aua! Haha. Au. Oh. Ah, hat mich doch getroffen, verdammt. Zack. All the kid had to work with was his hammer and the clothes on his back. Sehr viele verdient man nicht, aber es reicht. Hey. Aua. Aua. Haha. Statt ihn mit dem Hammer zu schlagen, nee, ich nehme jetzt nur noch Through twisted streets, he ran with nothing but the city crest and an old stranger's voice to guide him. Ja, komm schon. Wow. Machen die ganzen Bogen kaputt. Wow. Weg hier. Wie groß der Typ da oben ist, ey. Oh, schnell, jetzt kann ich mal den hier benutzen. Recht geil. Boah, der hat mir ein Loch unter mir gerissen. Alter, mach hier alles kaputt.
Dass sie schneller wegkriegen. Wunderbar. Sind ja nicht mehr so viele Trickbilder. Hoffe ich doch mal. 6 oder 5 waren das, die noch fehlen. Weg mit dir! Ich bin hier der Sheriff mit der Schrot. Will it finally arrived at Zaylandia's vaunted safe haven. Komm, 5 oder 4. He and no one else. Kleinere Zahl. Oh, 3 nur noch. Noch besser. Das ist mehr. Vor allem, wenn die so schleudern, kann ich voll zurückstoßen. Ich sage ja, taktisch ist es besser. Oh. Böse. Na, zu und weg. So but then, all I got was more thankless work from a man who ain't even asked his name. Ja, noch 2. Der Flammenwurfturm brauche ich nicht so nah kommen. Nee, ist ja gar keiner. Ja, weg hier. Jetzt kommen ja die Kisten wieder. Aua. Konter. Gut, die fliegen nicht direkt zu mir, so wie sonst immer. Nach dem Konter zumindest. So, jetzt noch eine Welle. Boah, jetzt kommt, ja, stimmt. Da war ja noch was. Das war natürlich das Gute hier dran. Na, triffst du? Den Steiben da wegmachen? Jetzt kann man ein paar Mal kontern hier. Tut ihm bestimmt weh. Nein, heilen! Immer sachte mit dem Pferdchen. So, der letzte ist weg. Jetzt kommt der Stier dran. So, jetzt lade ich mal auf. Und wenn der kommt, dann gibt's auf die Mütze. Ja! I'd like to say I'll never forget him or what he's doing. Oh, Stufe 4. What he's done. I surely would. Und wir können aufleveln. Achso. Das geht automatisch, okay. Besuche das Waffenlager, an dem bestimmte Gegenstände. Achso, um die Dinge aufzufüllen, ja. Gut zu wissen. Stufenaufstiege, wir können einen neuen Trank auswählen. Was nehmen wir denn? Haben wir was Neues? Nee, das sein können. Mehr Schaden, Geheimfertigkeit, mehr Bewegung, mehr Konterschaden, kritische Treffer, neue Chance, mehr Crit, mehr Gesundheit da. Finde ich ganz gut. Hier auf Waffen, die können wir tauschen gegen den Bogen. Dann müssen wir noch die Spezialfähigkeit machen. Und wir nehmen wir mal den Wirbelwind. Jetzt können wir das Schmiede mal erstmal verbessern. Hier ist nichts mehr. Ach, tauschen. Ah, cool. Aber hier Pistole. Schneller nachladen, mehr Schaden. Mehr Schaden. Zum Glück können wir ja noch tauschen. Schaden. Munitionskapazität. Nee, Streuungsverhinderung, mehr Schaden. Schnelleres Nachladen. Nee. Schon in Ordnung so. Und dann. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Die nutze ich nochmal für einen Versuch da oben. In dem da. Ich habe doch gar keine Info gedrückt. Fällt mir gerade auf. Just because you're fast, don't mean you gotta be reckless. Schnelligkeit nicht mit Waghalsigkeit austauschen. Vertauschen, ja. So, dann zeig mal, wo kommst du her? Mist, zu wenig. Das ist nicht gut, glaube ich. Ah. 60, und mal 60 Punkte fast pro Ziel. Das ausreicht? Das waren mehr Punkte. 70 ungefähr. Ich drück zu langsam. Und runter. Und nochmal machen. So kann man auch gut neu starten.
Ich habe das X immer nicht schnell genug gedrückt. Fällt mir ja schon so auf. Und nochmal. Diesmal richtig. Diesmal right. Nee, 60 bleibt dabei. Hm, vielleicht reicht es ja. 200 bei 3. Ja, das ist gut. Na? 66. Tauch schon auf. Tauch auf. Schaden ist eigentlich gut. Über 700 Punkte, Mann. Wie soll ich denn das gehen? Noch schneller geht ja kaum. Mein Finger blutet. Hm? 500. Kommt, glaube ich, nur noch zwei oder drei Mal. Ach, die Punkte sind gerade zurückgegangen, siehst du? Je schneller tot, desto besser. Na? Zweiter Preis, Mann. 700 brauchen wir. Fast geschafft. Also die Punkte, wir gehen immer auf Maximum. Und so länger man braucht, desto schneller gehen sie runter. Desto weiter gehen sie runter. Schneller nicht unbedingt, aber umso weiter gehen sie runter. Also ich versuche mal ganz schnell X zu drücken jetzt. 69. 10 Mal, glaube ich. Jedes Mal 70 Punkte, glaube ich. Könnte gut hinkommen. Ich glaube, es ist schon ein bisschen zu langsam gewesen. Aber vielleicht können wir es noch ausbügeln. 280. Doch, sieht gut aus. Ganz schnell drücken. 350. Ein bisschen aufgeholt an Punkten. Ein paar Millipunkte. 420. Wir können auch glatt bei 700 landen. Das wäre mir auch recht. Ah, zwei Punkte weniger gekriegt. Mal zu langsam. Schneller drücken. Hey, bei der Hitze noch so schnell arbeiten? Drücken! So. Oh, das war knapp. Ist nur noch einer. Na? Wo? Schneller! Nein! Drei Punkte. Und runter. Verdammt, drei Punkte. Ja, das mache ich nochmal in der Folge. Ich denke, das schaffe ich gleich. Lohnt sich nicht, eine neue Folge dafür anzufangen. Was muss ja nicht jeder gucken, aber ich will es schaffen. So, wo bist du? Wo bist du? Bist du? 70, geil. 70 brauche ich. Wo kommst du? Wo kommst du? Wo kommst du? Da unten und weg. Ein Punkt mehr gemacht. Ist gut. Falls wir mal einen anderen schwächeln. Da oben. Ja, wieder ein Punkt gut gemacht. Immer mit 70 pro ist eigentlich gut. Zwei Punkte gut gemacht. Da. 340. Nee, sie waren zu langsam jetzt. Leider. 400. Hm. Ja, das ist schon schwer. Schon fast mit Krampfhaltung an Controller. Weil man dann mit Tastatur oder Maus macht. Die arme Tastatur. Wie du die Tasten da zusammenprügelst. Ah, der eine, der reicht nicht mehr. Schade. Nein, Mann. Ah. Ey, das muss man echt so schnell sein, ey. Ich versuche mal. Ja, bringt nichts. Ich mach's nochmal. Noch einmal. Wie in einem anderen Spieler gebe ich auch nie auf. Aber ich weiß nicht, wie ich das auch freischalte. Servant Ascent. Ich weiß nicht, ob es davor oder danach kommt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Nee, fällt mir nicht. Im ersten will ich schon viel haben. Mehr als 70. Man muss bei jedem mehr als 70 kriegen. Das wäre schon Grundvoraussetzung. Erst dann wäre ich zufrieden. Kommt immer oben zuerst. 72, geil. Mist, nachgelassen. Okay, ich habe geschwächelt. Ey, ich will raus. Ich habe einmal zwischendurch nicht richtig X gedrückt. Man hat es gemerkt. Puff, 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 puff. Ich finde es so trollig, dass er immer auf den Kopf fällt. Aufs Gesicht, meine ich. Okay, Achtung. 70 genau. War nicht schnell genug. Ich brauche einen Autobot. Genial.
Naja, nicht ganz, aber... würde reichen, wenn ich ihn nachlasse. Boah, Mann, 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 Mann. Ja, geht noch. Da unten... würde auch noch gehen, aber ist alles immer so knapp. Sieht noch gut aus. 5 Punkte drüber. Übers Normale, wie ich gerne sagen möchte. 2 Punkte nur noch drüber, Mist. Oh, jetzt müssen wir genau 70 kriegen, ey. Ja! I gotta say, Kid's the fastest shot. Puh! Mann, Mann, Mann. Pistoleros ansturm. Cool. Ja, komm mal schnell zurück noch. Das kann ich mir jetzt auch noch gönnen. Puh. Jetzt ist mir warm. He blew through Slinger range like it was nothing. Jetzt warm. Okay, ich gehe mich abkühlen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Also bleibt dran und wartet auf mich, ne? Tschüss. Proper story is supposed to start at the beginning. Ain't so simple with this one. Now here's a kid whose whole world got all twisted, leaving him stranded on a rock in the sky. He gets a good look at things on his way down. He lands on top of a breaker's bow, and it ain't broke. Scumbags. Kid maybe shouldn't have done what he just did.